Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. April 2015. Wir haben 10.06 Uhr. Ich schaue einmal in die Runde. Wir sind beschlussfähig. Von daher möchte ich die heutige Fraktionssitzung eröffnen und beginne direkt mit Top 1, regulär. Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Dies sieht unsere Satzung so vor. Zum einen haben wir einmal beantragt von mir Personalienbereich, 30 Minuten, wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Enquete 3, 15 Minuten, ein Bericht von Joachim für den nicht öffentlichen Teil. Und Elisabeth, Verzeihung, hallo. Und den Bereich kam noch kurzfristig rein, weil es da wohl Gesprächsbedarf gibt, dem Bereich Maßregelvollzug vom Olaf. Wir veranschlagen da 10 Minuten. Es gibt ein paar kleinere Punkte zu klären. Gibt es hierzu Moni? Ja. Guten Morgen. Ich hatte ja mich der Aufgabe angenommen, Team S zu recherchieren, ja. Und habe das. Und das könnten wir vielleicht auch im nicht öffentlichen Teil eben vorab. Okay, dann würde ich sagen, wenn niemand was dagegen hat, nehmen wir Top 4 raus und stellen es mit in den nicht öffentlichen Teil. Joachim? Wegen der Reihenfolgen A. Die nicht öffentlichen Teile haben unterschiedlichen Grad. Der EK3-Termin ist fraktionsöffentlich. Ja. Also auch für Referenten und so. Personalia sind da wieder MDL-Sache, von daher von der Reihenfolge. Mhm. Und ich hätte auch noch was für verschieden. Der ist fraktionsöffentlich, ne? Der ist Maßregel. Darf nur nicht gestreamt werden. Naja, das dürfen wir halt nur nicht streamen. Sekunde bitte, ich stelle das gerade um. Dann würde ich den Bereich, weil aber einzelne Leute halt nur bis 13 Uhr können, wie ich gehört habe, nämlich mindestens zwei MDL und wir beschlussfähig sein müssen für Personalentscheidungen, die wirklich nicht so lange brauchen werden, würde ich dann den geschlossenen Teil trotzdem vor die anderen Teile stellen, wenn niemand was dagegen hat. Wir können es auch umdrehen, aber halte ich jetzt nicht für praktikabel. Gibt es Einwände dagegen? Dann würde ich ganz gerne von euch wissen, ob wir, jetzt muss ich gerade die Zeit nochmal aktualisieren, oder haben wir das schon? Moni, wie lange schätzt du, brauchen wir für die Zahlen, für den Zahlenteil? 10 Minuten? Nein, 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 okay. Tanzen. Von daher möchte ich dann kurz fragen, sind wir für eine nicht öffentliche Sitzung in einem Zeitraum von ungefähr 60 Minuten? Der möge dies jetzt bitte mit seinem Handzeichen signalisieren. Ich sehe, das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann würde ich Top 1 schließen und zu Top 2 kommen. Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und aufgrund der aktuellen Entwicklung möchte ich die Reihenfolge entgegen der üblichen Gepflogenheiten etwas ändern und möchte dem Fraktionsgeschäftsführer Harald Wiese die Möglichkeit geben, zum letzten Mal hier seinen Bericht vorzutragen und bitte alle entsprechend im Inneren eine Minute lang Harald zuzuhören.
alles Gute. Ich ergänze jetzt noch eben deinen Bericht. Es laufen zurzeit noch 2 Ausschreibungen für den Bereich Campaigning und für den Bereich IT. Es wird eine weitere Ausschreibung gerade vorbereitet für die Neubesetzung des Fraktionsgeschäftsführers. Verzeihung. Ich brauche 30 Sekunden. Ingo, Pressestelle. Ja, ich denke, Ingo, Sekunde bitte. Berichter Pressestelle. Schön. Kleinen Augenblick. Ich bin der Auffassung, wir sollten die Sitzung für 5 Minuten unterbrechen. Okay? Nach dieser außerplanmäßigen Unterbrechung setzen wir um 10.21 Uhr unsere Sitzung fort. Ingo. Guten Morgen, Daniel. Ja, schönen guten Morgen, Bericht der Pressestelle. Wir kümmern uns logischerweise schwerpunktmäßig um die anstehenden Plenartage in dieser Woche. Neben den aktuellen Entwicklungen haben die Plenarübersicht, die heute verschickt werden soll, fertig vorbereitet. Traditionell werde ich gleich die einzelnen Zusammenfassungen noch mal kurz ausdrucken und jedem einreichenden MDL hinlegen mit der Bitte um Textfreigabe, sodass wir dann heute Mittag gegen 12 Uhr spätestens die Plenarübersicht verschicken können. Während den Plenartagen werden wir logischerweise an dem System festhalten, auch da wieder die Zusammenfassung, um die Statements aus den Reden zu ergänzen und rauszuschicken. Als Ergänzung dazu haben wir uns etwas Neues als Ergänzung vorgestellt. Ich war ja am vergangenen Wochenende bei der Pressetagung sämtlicher Piratenpressesprecher aus Deutschland, also von den Fraktionen, von dem Landesverband und auch vom Bund. In Weimar waren wir und haben 2 Tage lang diskutiert und gebrainstormt und überlegt, wie wir die Pressearbeit optimieren können. Und eine Idee, die dort entstanden ist, würde ich jetzt gerne in dieser Woche mal ausprobieren. Und zwar mit der Zielrichtung, die Klickzahlen und Retweets auf vor allen Dingen Twitter und auch bei Facebook zu erhöhen und auch ein bisschen mehr Leben auf unseren Blog zu bringen, würden wir gerne die Zitate visualisieren, sprich mit Fotos aus dem Plenarsaal arbeiten und dort jeweils von dem Redner, wie er am Rednerpult steht, das Foto nehmen und eine knackige Kernaussage, ein Zitat aus der Rede als Textbaustein draufzusetzen, kombiniert mit unserem Logo und dann raus in die Web 2.0-Welt. Das würde ich gerne ausprobieren und dann danach mit den Erfahrungen mal drüber sprechen und dann mal gucken, ob wir das daran festhalten können. Aber als Idee finde ich das eigentlich ganz charmant. Das setzt allerdings voraus, alles hat so einen kleinen Haken, dass wir die Reden vorher kriegen. Weil diese Fotos müssen wir, wenn wir sie verschicken wollen, vorher vorbereiten. Und das ist ein bisschen zeitaufwendig. Ich stelle es mir trotzdem einfach vor, aber man braucht halt auch die Zeit und die Ruhe. Und deswegen würde ich an dieser Stelle die Gelegenheit nochmal nutzen wollen, nochmal sehr inniglich daran zu appellieren, dass wir die Reden vorher kriegen. Einige MDL machen das ja sehr zuverlässig und die anderen bitte ich, das auch noch zu tun. Weil dann können wir von jeder Rede, die wir vorab kriegen, auch so ein Foto erstellen. Zumindest ist das das Ziel. Ja, wünschenswertes Ziel, gerade die Reden auch im Vorfeld zu kriegen. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich hoffe auch für den einen oder anderen im Kreis. Ich kann dir halt keine Rede im Vorfeld schicken. Ich habe halt keine. Ich habe eine Vorbereitung, gehe dann dahin und rede. Ne? Dietmar nickt gerade fleißig mit dem Kopf, weiß ich, dass er es auch vielfach halt so macht. Ich lese halt keinen Text vor. Ich kann dir gerne irgendwo dann ein Zitat mehr oder weniger liefern, was ich dann extra dafür erstelle, aber ich kann dir halt keinen vorbereiteten Redetext geben. Also ich sag mal so, unsere ehemalige Mitarbeiterin Simone Nissen hat immer gesagt, wir in der Pressestelle können nur die Wurst verkaufen, die der Metzger hinten produziert. Das würde ich gerne tun. Wie die Produktion dieser Wurst aussieht, ist mir
salopp gesagt, völlig Wumpe, völlig Wurst, ob ich jetzt die Rede kriege oder mein Standardspruch, einen mit Kugelschreiber auf einem Post-it aufgeschriebenen Zitat, einen Satz, ist mir völlig egal. Ihr, MDL, da nehme ich euch auch so ein bisschen in die Pflicht, seid dafür für den Inhalt zuständig. Wie dieser Inhalt zur Pressestelle kommt, sodass wir ihn verkaufen können, liegt an euch. Also der eine schreibt es auf, der andere gibt also auf den Zettel, der andere schreibt eine Rede, ist mir völlig wurscht. Aber Hauptsache, irgendwas kriege ich, weil wenn ich nichts kriege, also ich werde nicht am Stream sitzen, live mitschreiben und dann noch schnell ein Foto produzieren, das funktioniert nicht. Okay. Herr Ingo, warst du mit deinem Bericht schon fertig? Nein. Nein, gut. Ich habe das aber jetzt so verstanden, dass das gelöst ist. Er braucht keine Rede, du bereitest diesen einen knackigen Satz vor, der mit auf das Bild soll, und damit sind alle Seiten zufrieden, oder? Ja, sonst hätte ich mich ja jetzt nochmal zu Wort gemeldet. Also hätte ich noch irgendwas gefragt. Gut. So, dann abschließend noch eine organisatorische Sache. Wir sind ja nächste Woche bei der Republika und wir sind ja nächste Woche in Berlin bei der Republika. Die auswärtige Fraktionssitzung findet ja in dem Hotel statt. Ich bin gebeten worden, mich um die Orga zu kümmern, in Abstimmung mit Britta, die es bisher gemacht hat. Jetzt steht noch die zentrale Frage im Raum, wer braucht WLAN-Zugang? Ich habe euch da gestern auch schon eine E-Mail geschrieben, vielleicht schafft ihr es noch bis 12 Uhr zurück zu antworten. Wer kein WLAN braucht, braucht auch nicht antworten. Die Meldungen, die ich kriege bis 12 Uhr, werde ich gerne weiterleiten. Aus organisatorischer Sicht wäre es allerdings geschickt, wenn heute schon jemand abschätzen kann, dass er WLAN braucht, dass er uns das heute sagt. Das entspannt so ein bisschen die Orga vor Ort. Jo, das wär's. Danke. Joachim, bitte. Ja, nur kurze Frage, ob das dahinter passt. SG Bundespresse. Gestern Abend, Vorbereitung diese Woche. Passt. Also ich bin gestern da gewesen, die Sitzung hat 70 Minuten gedauert, war wie immer eigentlich in dieser Sitzung sehr anregend und sehr effektiv. Und ich habe, auch da du in Weimar warst, kurz rübergegeben, was vier von unseren Themen diese Woche im Plenum und Anita Möllering und die Bundespresse bitten um sofortige Weiterleitung der PMs, dass man die auf Bundesseite auch einstellen kann, und zwar von bundesseitig interessanten und relevanten Themen. Das ist erstmal unsere aktuelle Stunde. Das ist unser Flüchtlingsantrag, Triton. Dann habe ich genannt unser Überwachungsmonster PKW-Maut als Antrag. Und dann nochmal als gelungene Kooperation mit den anderen vier Fraktionen Operation Last Chance. Sollten noch andere Sachen kommen, die ich jetzt vergessen habe, ist Anita und die Bundespresse gern bereit, das noch zu übernehmen. Es wäre halt wichtig, sich kurzfristig mit denen zu koordinieren, dass man das bundesweit raushaut. Kriegen wir hin, habe ich auch gesagt. Okay, gibt es noch weitere Fragen zum Bericht der Pressestelle? Dann schaue ich gerade noch mal über den Bericht des Vorstands. Die Themen, die wir angesprochen hatten, haben wir auch verarbeitet, gerade mit der aktuellen Stunde. Für den nicht öffentlichen Teil ist auch alles vorbereitet. Ich gucke gerade, ach so, wegen Republika werden wir natürlich dann noch diese Woche die Tagesordnung, die rein politische Tagesordnung für kommenden Dienstag gemeinsam erstellen und rumschicken. Jetzt gibt es noch eine Frage von Frank. Ja, ganz kurz die Frage mit der PirateCon Tschechei. Habt ihr das gestern angesprochen oder nicht? Das hatten wir gestern aufgrund der Lage nicht mehr geschafft. Okay. Sollen wir das nachher machen? Können wir dann gerne noch unter Sonstiges mit gleich aufnehmen. Gibt es weitere Fragen momentan? Nicht? Dann würde ich ganz gerne auf Top 3 gehen, Vorbereitung des nächsten Plenums. Es wird eine sehr harte Plenarphase sein. Auch durch die aktuelle Stunde. Ich glaube, wir sind bei
23,5 Stunden auf 2 Tagen. Ich finde dies persönlich ein bisschen zu viel. Für 2016 im Übrigen sind nur noch 3er-Plenarwochen geplant. Ich hoffe, wir kriegen da die Zeitfenster vernünftig unter, um das nicht mehr auf 2 Tage reinzudrücken, denn irgendwann ist man dann auch nicht mehr fit genug, um thematisch den ganzen Sachen nach 12 Stunden zu folgen. Ich würde vorschlagen, wir kürzen etwas ab und gucken gemeinsam, ob wir Lücken haben. Fangen wir mit der aktuellen Stunde. Ach so, es stimmt. Die aktuelle Stunde wird sein, die vom Präsidium genehmigte zu unserem Thema, nämlich der Wirtschaftsspionage in Nordrhein-Westfalen. Seit vergangener Woche gibt es ja, sage ich mal, erste Anhaltspunkte, dass der BND da sehr wohl den Amerikanern oder der NSA geholfen haben könnte im Rahmen von Iconal, dass hier Wirtschaftsspionage betrieben worden sein könnte. Wir selber hatten dieses Thema sehr frühzeitig hier im Landtag bereits aufs Tapet gebracht. Ich erinnere mich noch sehr schön an so Aussagen wie, es lägen keine Beweise vor. Umso mehr bin ich positiv überrascht, dass nun offensichtlich die Erkenntnis gereift ist, dass es hier doch Diskussionsbedarf geben könnte. Ich freue mich auf eine sehr angeregte Diskussion. Es ist die große Frage, jetzt ist Daniel Schwert leider heute nicht da, wen wir dafür in die Bütt schicken. Da möchte ich gerne eure Meinung haben. Ich selber habe mir eine Meinung gebildet, damit warte ich aber bis zum Schluss extra, um dem nicht vorzugreifen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr Vorschläge macht, wer für diese aktuelle Stunde, wir haben ja 2 Slots, in welcher Reihenfolge in die Bütt geht. Würdet ihr euch bitte dann melden? Joachim, bitte. Also, ich denke, das ist mal eine Riesengelegenheit, auch im Kontext der verkackten digitalen Agenda mal wieder richtig auf die Wurst zu hauen. Und ich habe Interesse an dem Thema. Und ich sage das jetzt aber bewusst nicht als Fraktionsvorsitzender, sondern ich habe einfach Bock auf das Thema. Es freut den Daniel, ne? Olaf, bitte. Im Prinzip ist es ja jetzt auch wieder diese Frage, der Fachabgeordnete oder, jetzt hat sich Joachim ins Rennen gelegt, nicht unbedingt als Fraktionsvorsitzender, sondern weil er auch Interesse hat, wie er bekundet. Aber ich würde sagen, genau das ist eigentlich normalerweise die Frage. Aber da der Daniel heute ja gar nicht da ist und wir ihn eben nicht vorschlagen können, wenn er nicht da ist, würde ich ganz einfach sagen, hat sich die Diskussion da erledigt. Es sei denn, es will jetzt noch jemand, also gut, einen zweiten gibt es ja sowieso noch einen zweiten Slot. Es sei denn, es käme jetzt noch ein dritter dazu, der meint, dass er reden möchte. Ansonsten würde ich sagen, sollte man Joachim als Ersten ins Rennen schicken und dann noch einen Zweiten suchen. Moni, bitte. Ja, genau, weil ich denke, das ist ja morgen früh, ne, wenn ich das richtig sehe. Also nicht Donnerstag oder so, sondern wir sollten auf jeden Fall heute festlegen, wer das macht. Und wenn Daniel kommt, kann man immer noch mit ihm sprechen. Aber wir sollten das jetzt hier heute klären, weil ansonsten stehen wir da morgen ziemlich dusselig. Wer hat denn noch Interesse? So, also ich schreie jetzt nicht. Cool, Herr Frank. Ich gebe mal Frank das Wort, dann Lukas. Ja, Interesse schon, aber ich habe genug. Danke. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass sicherlich die SPD auch nicht ganz uninteressiert ist an dem Thema und gerne auf Berlin eindreschen wird im Rahmen dieser aktuellen Stunde dann. Das nur zur Vorbereitung, weil es ja schon auch um Bundestechnik geht und um Versagen im Bund und sich hier der Innenminister doch da möglichst rausziehen wird. Wie gesagt, das nur zum Inhaltlichen. Ansonsten finde ich gut, wenn Joachim da reinschlägt, fundiert und wenn ich irgendwie helfen kann oder so, mache ich das gerne. Alles klar. Lukas, dann Michelle.
Dietmar, Entschuldigung. Okay, alles klar. Super. Ciao. Okay, also eigentlich ist es ja ein Thema, dazu könnte und sollte jeder von uns reden. Das war ja so ein bisschen auch zumindest unsere Stoßrichtung bei der letzten Wochenendveranstaltung, da wir uns getroffen haben. Ich habe zu dem Thema mit Daniel Schwert ja auch schon mal gesprochen, auch im Rahmen einer aktuellen Stunde. Insofern könnte ich da potenziell auch mit einspringen, beziehungsweise auch mit an den Reden schreiben und zuliefern, wobei ich das halt auch persönlich gut finde, wenn da halt auch man die Fraktionsvorsitzendenkarte spielt. Also ich persönlich habe nichts dagegen. Michel, dann Dietmar. Also zwei Dinge, nee, Quatsch, nur ein Ding. Wir haben 2013 in den Berichterstattergesprächen zum Haushalt, als es um den LDI ging, ich erinnere mich noch sehr genau, unten gesessen im Clubraum Lippe und haben gefragt, was denn und wie denn und warum denn die Aufgabe des LDI wäre und was er denn da macht und wofür der und ob er nicht mehr Geld bräuchte und so weiter und so weiter. Und wir haben explizit über Wirtschaftsspionage bei NRW-Unternehmen geredet damals und es wurde explizit gesagt, der LDI ist dafür zuständig und der LDI hat dafür Mittel und ausreichende Manpower und das wäre alles super. Wenn wir jetzt auf dieses Thema springen, glaube ich, können wir durchaus, vielleicht nehmt ihr dann das Protokoll nochmal zur Hand von damals, genau diese Argumente nehmen, nämlich dass es damals hieß, nee, das ist nicht Bundesaufgabe, dafür gibt es nun mal den LDI, dafür gibt es die Behörde dahinter und wir sind dafür zuständig und wir müssen das machen und wir sind auf einem guten Weg und so weiter. Wenn wir jetzt natürlich die Enthüllung haben, dass das alles nicht so gut klappt, dann kann man da durchaus auf dem Argument ein bisschen auch im Land angreifen. Dietmar, bitte. Jo, erstens das, was Lukas sagt, zweitens das, was Michel sagt und drittens fiel mir bei Bekanntwerden dieser Vorgänge gefühlt 20 Anträge von uns ein, die hier alle im Landtag mit dem auch schon erwähnten Argument, das sei ja alles nicht bewiesen und man müsste doch überhaupt erst mal gucken, ob das alles stimmt, ja, und abgebügelt worden sind. Theoretisch, irgendjemand sagte, jeder kann dazu reden, ich könnte das auch, aber ich lasse jedem anderen natürlich hier den Vortritt gerne. Eigentlich könnten wir unsere Anträge runterbeten und diesem Landtag vor Augen führen, mit welcher Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit dieses Thema hier, was wir aufgebracht haben, in mehreren Punkten abgebügelt worden ist. Und wenn jetzt die Hysterie hochschlägt und alle sagen, oh Gott, wie furchtbar, dann ist, glaube ich, genau das der Punkt, wo man den aufzeigen soll, was wir hier, wir Piraten im Landtag Nordrhein-Westfalen, wohlweislich, dass wir auch da nicht unbedingt auf die Beweise schielen müssen, alleine für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und auch der Unternehmen eingetreten sind und weiter eintreten werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und hier hat auch die Landesregierung aus meiner Sicht kläglich versagt und das nicht erst im letzten halben Jahr, sondern schon seit mindestens 3 Jahren. Dann bin ich sehr beruhigt, denn das entspricht alles genau dem, was mir so vorschwebte in diesem Zusammenhang, auch die Kritik an der Landesregierung. Und von daher habe ich jetzt einfach erstmal notiert, der zuständige Referent ist der Linus, denn er hat da bereits die Sachen gestern hervorragend vorbereitet. Und ich habe jetzt Joachim als Redner eingetragen und optional, wenn es da noch Gesprächsbedarf gibt, Daniel S. Okay, nächster Punkt. Du hattest doch gerade noch eine Ankündigung, eine Idee, oder war das das? Nee, das ist okay. Alles gut. Es gibt aber noch einen zweiten Redner. Ja, ja. Wir können auch zweimal die gleiche Person, deswegen habe ich in Klammern. Okay. So rum. Und on flight geht auch noch. Und genau, und im laufenden Verfahren geht das auch noch. Okay, Top 2 ist safe. Ich schau mal gerade. Top 3 ist etwas länger und ausführlicher. Ist auch klar, das macht Danebot. Top 4, das Landesplanungsgesetz, ist auch klar. Toso. Top 5. Ist auch klar.
Da gibt es vielleicht die Frage, eventuell namentliche Abstimmung wurde ins Feld geführt. Wir hatten bereits einmal zum Bereich der Vorratsdatenspeicherung eine namentliche Abstimmung. Ich persönlich bräuchte sie jetzt nicht. Ich fand es schon einmal für das Protokoll sehr aufschlussreich, wie das Abstimmungsverhalten ausgefallen war. Frank, bitte. Ja, ich habe das da reingeschrieben. Ich weiß, das ist ätzend. Ich weiß auch, dass wir das schon mal hatten. Wir hatten das, als nur darüber geredet wurde. Jetzt wird im Bund nicht nur darüber geredet, sondern es ist erklärter Wille, dieses wieder einzuführen, die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar, denke ich, haben wir jetzt den Stand, den wir 2005, 2007 hatten. Wir haben eine große Koalition. Das heißt, wenn die das in Berlin machen wollen, dann machen die das. Und das ist, es gibt auch die Aussage noch vor dem Sommer, Schnellverfahren können sie auch. Sie haben überhaupt kein Problem mit Mehrheiten und so weiter. Insofern ist es als kleines, größtes Landesparlament hier die letzte Chance möglicherweise, gut, Mai haben wir vielleicht noch, da etwas zu tun, ein Zeichen zu setzen. Und deswegen wäre das eine Überlegung, einfach um nochmal ein Statement zu machen. Ist eine ätzende Geschichte, ich weiß, keine Frage. Und das Ergebnis ist auch klar. Mehr ein Diskussionsbeitrag. Olaf, bitte. Nur Frage, ob ich das jetzt, unter Umständen habe ich das jetzt auch nicht ganz, war ich jetzt nicht ganz helle. Es geht jetzt um die Frage, direkte, namentliche Abstimmung oder nicht namentliche Abstimmung. Okay. Ja, okay. Kurz für das Protokoll, es gibt bereits eine namentliche Abstimmung beantragt seitens der CDU zum Landesjagdgesetz und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, ja, wir vertreten hier ja auch sozusagen die demokratischen Grundwerte, möchte aber halt nur noch mal auf die 23,5 Stunden in zwei Tagen hinweisen. Dietmar. Ich muss sagen, es geht hier um grundsätzliche politische Einstellungen, die von Parteien vertreten werden. Und das möge dann innerhalb der Parteien Einzelne geben, die da vielleicht andere Auffassung sind, aber unter Berücksichtigung dessen, was man so allgemein als Fraktionszwang kennt und auch der nicht einheitlichen Bundesauffassung verschiedener innerhalb der Parteien, zum Beispiel auch der SPD, gerade NRW bezogen, glaube ich, dass man das einfach als Fraktion abstimmt oder dass hier fraktionsweise abgestimmt wird, fertig aus. Namentlich, dann sind sie alle mitgefangen, ganz einfach. Sie sind alle einfach gefangen, es sei denn, einzelne Mitglieder der Fraktionen meinen, sich hier durch eine Protokollerklärung dann abheben zu müssen. Das wird aber gar nicht passieren, von daher drauf. Sollen sie halt die Hand heben und sagen, wir sind für die Vorratsdatenspeicherung von mir aus. Ja? Also von daher mitgefangen, mitgehangen in dem Fall. Moment, jetzt habe ich gesehen, Moni, Daniel, Frank, bitte. Wie die CDU, ist das, ne? Da das Jagdgesetz ist das unser Kernthema und das hat nichts mit Zeit zu tun. Es geht darum, dass wir durch diese Abstimmung nochmal deutlich machen, wie wichtig uns diese Geschichte ist. Und das hat nichts mit Zeit zu tun, sondern, und wenn ich da bis nachts um drei sitze, ich, für mich ist das völlig undiskutabel an dem Punkt, jetzt eine namentliche Abstimmung zu machen, also, finde ich. Daniel Düngel, gibt es weitere Bedenken? Nein, keine Bedenken, aber in dem Zusammenhang mit den 23,5 Stunden möchte ich einfach an unsere Diskussion auch erinnern. Wir haben 2012 kritisiert eigentlich, dass diese langen Plenartage hier im Landtag existieren. Hat jetzt 2015 dann dazu geführt, dass sogar, ich glaube, 6 Plenartage weniger angesetzt sind als 2014. Das kann man so machen, ist aber halt Kacke. Und wenn wir dann halt eben bis, wie Moni gerade schon sagte, bis 3 Uhr dann hier sitzen am Mittwoch, ich finde das scheiße, ich finde auch 22.30 Uhr schon scheiße.
weil das auch völlig uneffektiv ist. Aber wenn man uns die Rahmenbedingungen hier vorgibt, dann spielen wir halt mit den Rahmenbedingungen. Und zur Not machen wir das Ganze so lange, dass wir direkt die nächste Plenarsitzung beginnen können, wenn wir mit der anderen fertig sind. Dann möchte ich noch einmal daran erinnern, genau dies wurde für 2016 ja jetzt auch erkannt. Deswegen geht die Planung dahin, ja, wieder nur... Ja. Okay, dann bitte abschließend der Dietmar. Kleine Information aus Anlass unserer vor 2 Wochen durchgeführten Parlamentarierreise nach Frankreich. Wir waren auch in der Assemblée Nationale und hörten zu unserem Erstaunen die französischen Abgeordneten, wohl bemerkt die Staatsabgeordneten in der Assemblée, also vergleichbar unserem Bundestag, tagen 3-mal die Woche, jede Woche, 3 Tage die Woche. Das heißt, bitte? Naja, teilweise auch bis nachts um 3, 4, 5 Uhr. Zum Beispiel Frage. Ja, die Hütte ist dann auch voll. Also wie gesagt, ne, die tagen jede Woche 3 Tage. Und das finde ich dann sehr erstaunlich. Schönen Gruß an das Präsidium und an die Landtagsverwaltung. Da wird richtig Politik gemacht. Okay, das ist dann ein anderes Thema. Ich nehme jetzt ganz einfach mit, ich werde eine namentliche Abstimmung entsprechend der Geschäftsordnung für diesen Tagesordnungspunkt beantragen und würde dann ganz gerne weitermachen. Okay, dann haben wir einmal Duke Nukem Forever 2 im Plenum. Gehen wir davon aus, dass das RVR-Gesetz sozusagen nicht kommt. Sollte es kommen, wird Duke Nukem im Plenum sein. Dann. Das heißt, es kommt wahrscheinlich irgendwo. Es gibt gerade die Rückfrage seitens des Abgeordneten Marsching. Es kommt eventuell nicht. Die Chancen stehen nicht so gering, dass es letztlich nochmal zurückgestellt wird. Frank, bitte. Ja, die große Unbekannte. Wir haben ja hier auch eine große Koalition in manchen Dingen, nämlich die großen Fraktionen, die sich hier ein paar Dinge überlegen, wie sie denn halt den Regionalverband Ruhr ausgestalten. Da müssen wir halt warten und gucken, was uns vorgelegt wird. Bisher ist es halt im Ausschuss Kommunalpolitik immer wieder verschoben worden. Deswegen haben wir gleich um 13 Uhr eine Sondersitzung, wo wir vielleicht noch ein paar Gesetzesänderungen vorgelegt bekommen. Wissen wir auch noch nicht, das überlegen die sich halt gerade zu dem Top 6, wo wir dann irgendwas beschließen sollen im Ausschuss und eine Beschlussempfehlung abgeben sollen, was da kommt. Wie gesagt, wir werden sehen. Und daran hängt dann unter anderem, was mit dem Punkt morgen hier im Landtag passiert. Ich gehe davon aus, dass die beiden großen Fraktionen schon genau wissen, was sie wollen. Die wissen nur noch nicht, wie sie es verkaufen. Vielleicht haben sie sich aber auch noch nicht alles aufgeteilt und verhandeln auch noch untereinander. Wer weiß. Wir werden es sehen. Moni, bitte. Kann ich hier in dem Pad nicht sehen, da steht Ablehnung. Ist das die zweite Lesung? Ja. Okay, das wusste ich nicht. So vielleicht eine dritte Bahn. Okay, die Geschäftsordnung gibt da ja noch einige andere Möglichkeiten vor. Von daher werden wir da dann auch einfach mal schauen, was es da heute dann noch für Vorschläge gibt. Top 7 ist Freiwilligendienste stärker unterstützen. Das ist ein Antrag auf Ausschussüberweisung für Familie, Kinder, Jugend und AGS. Jetzt ist Toso leider nicht da. Daniel, darf ich dich kurz fragen, ob du dazu sprechen kannst, möchtest? Okay, genau deswegen halte ich auch für sinnvoll, klären wir nachher kurz. Das ist vollkommen okay, das ist überhaupt kein Thema. So, 8 ist klar, ist auch ziemlich eindeutig. 9 ist klar.
10 entfällt der Eilantrag. Es gibt keinen. Die Fragestunde sind, glaube ich, noch zwei offene Fragen seitens der FDP. 11 ist, wie gesagt, das Landesjagdgesetz, etwas, was Teile des Landes sehr interessiert, andere Teile vielleicht etwas weniger. Hier wird es eine namentliche Abstimmung geben. Es fehlt mir da ganz kurz vielleicht die Vorgehensweise im Bereich der Abstimmungsempfehlung, denn wir haben ja nicht zu vernachlässigen, also ich habe jetzt noch keine Bestätigung, ob wirklich alle einzelnen 87 Änderungsanträge der CDU einzeln abgestimmt werden. Ich glaube, namentlich wird, ja, dann würde ich der CDU eine extreme Piratigkeit dann doch zugestehen. Danebot. Also im Ausschuss wollte die CDU eigentlich alle 87 einzeln abstimmen, jetzt im Umweltausschuss am Mittwoch, letzten Mittwoch, aber dann haben die Grünen als Erste gesagt, sie würden da am Block alles mit Nein abstimmen. Und ich habe mich dem angeschlossen, auch mit der Begründung, dass der Antrag insgesamt nicht zustimmungsfähig ist. Es mag da Einzelne geben, wo man sagen könnte, okay, kann man vielleicht machen, aber insgesamt ist der nicht zustimmungsfähig. Und die wollen einfach nur das alte Jagdgesetz im Prinzip behalten. Und die SPD hat sich dem dann auch angeschlossen im Ausschuss und dann haben wir das an Block abgestimmt und abgelehnt, dieser Änderungsantrag gesamt der CDU. Und das sollten wir im Plenum auch so machen. Also ich habe wirklich keine Lust, für 87 Anträge jetzt einzelne Abstimmungsempfehlungen auszugeben, für den Fall, dass da vielleicht drei dabei sind, bei denen man sich enthalten könnte oder so. Gut, Simone? Ja, noch ergänzend, wir hatten uns ja, weil die SPD Grüne nicht damit rausgerückt haben, welche Änderungsanträge jetzt noch kommen, im Ausschuss uns erstmal enthalten und haben gesagt, die finale Entscheidung, ob wir dafür sind oder ob wir uns weiterhin enthalten, fällt, wenn diese Änderungsanträge vorliegen. Und Sie wollten uns noch nicht mal ein Stichwort geben. Die werden wahrscheinlich morgen als Stichvorlage reinkommen, aber dann bekommt Herr von Dannebott das entsprechende Signal. Also ich bin gehen mal davon aus, dass es die Steuer ist. Ich bin ziemlich sicher, dass die Jagdsteuer noch ausgenommen wird. Aber dass die das am Mittwoch schon wussten, was sie ändern wollen und das dem Ausschuss nicht sagen und auch bis heute niemandem gesagt haben, ist, ich weiß nicht, was das soll. Die labern hier immer und werfen uns vor, wenn wir da mit T-Shirts und Aufklebern auf den Laptop sitzen, das ist die Ehre des Hohen Hauses und so, und dann machen die da so ein Kasperltheater, das ist großartig, ne? Es soll aber wohl auch am nächsten Tag in der Presse schon was von der Steuer drin gestanden haben. Also sie haben es uns im Ausschuss vorenthalten, haben es aber irgendwie der Presse schon gesteckt. Also ja, die spekulieren natürlich sauber. Genauso wie wir und das ist doch ziemlich klar, dass es das ist. Also die SPD selber behauptet bitte ja... Bitte jetzt keine Zwiegespräche, denn wir haben noch einiges anderes okay, zu tun. Und von daher sehe ich jetzt eine weitere Wortmeldung von Joachim und ich denke mal... dann ist das den jungen Jägerinnen und Jägern auch klar. Jetzt nur nochmal, um das klarzuziehen, ich war ja auch auf was anderes konzentriert. Was ist denn deine Abstimmungsempfehlung zum Jagdgesetz? Also eigentlich ein Ja. Ich gehe auch davon aus, wirklich, dass die Jagdsteuer noch fällt und dann ist das ziemlich unproblematisch. Das steht dann auch stimmt ziemlich gut überein mit unserem Positionspapier vom Landesparteitag dann. Also können wir dann dem Landesjagdgesetz, der Reform des Landesjagdgesetzes, es ist zustimmen, ne? Aber nicht dem CDU-Antrag. Den ablehnen. Also protokolliere ich gerade prinzipiell Enthaltung. Sollten die Änderungen seitens Rot-Grün rechtzeitig... Ach so. Verzeihung. So, es gab ja auch ein entsprechendes Positionspapier auf dem Landesparteitag. Damit sind wir bei dem Top durch. 12 ist klar, ist Danebot. 13 ist klar, ist Daniel D. 14 ist Moni, ist klar. 15 ist klar. 16 ist
klar. Moment, ganz kurz einmal gucken. Gesetz über die und dann gibt es einmal Änderungsantrag SPD-Grüne wird noch kommen und CDU wird noch kommen. Da gibt es aber auch schon Empfehlung. 17 ist klar. 18. Die Chancen der Digitalisierung im Wissenschaftsbereich nutzen. Landesweit koordinierte Lizenzierung von digitalen Bibliotheksbeständen eröffnet neue Spielräume. Antrag der CDU. Dort hätte ich eine Empfehlung, würde aber ganz gerne vorab eure Vorschläge hören, wen wir dazu platzieren. Nein, damit es nicht später, ich kann das übrigens begründen, weil es wurde mehrfach an mich herangetragen, ich würde selber als Sitzungsleitung den politischen Inhalt steuern. Ich akzeptiere diese Kritik und werde zukünftig meine eigenen Ansätze dann ans Ende stellen. Vielen Dank. Michel. Ich weiß, man darf nicht Jockel sagen, aber ich beeinflusse euch jetzt und sage Jockel. Ich schlage Joachim vor. Da es sich um den Wissenschaftsbereich handelt, sofern Joachim... Ja. Das ist eine Ausschussüberweisung und es gibt Spielräume auszukeilen. Ja. Was ist das dein Thema? In welcher Ausschüsse sollen wir? In den AIWF. In den, würdet ihr bitte bedenken, dass wir hier, Entschuldigung, die Leute vergessen manchmal halt das Mikro einzuschalten, wenn sie so Zwiegespräche führen, so am Rande dieser Sitzung. Von daher gebe ich ganz kurz nochmal Joachim das Wort. Nach meinem Wissen soll der in den Forschungsausschuss, also Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung überwiesen werden. Lukas, bitte. Diesmal mit Mikrofon. Ich habe genau diese Frage gestellt, weil es so ein bisschen auch nach Kultur-Medienausschuss riecht, weil wir dieses Thema dort ja häufiger hatten und insbesondere dort die Digitalisierung der zum Beispiel Archivbestände und so weiter auch dort mitbehandelt haben und bereits dort auch schon mehrere Anträge zu diesem Thema hatten, Berichte im Ausschuss etc. etc. Das ist mir egal, Michel, ich rede trotzdem einfach weiter. Okay, dann weiß ich Bescheid, dass das halt nur Wissenschaft ist und ich mich dann in meinem Ausschuss zurücklegen kann. Ich möchte ganz kurz für ein paar Sekunden die Sitzung unterbrechen. Vielen Dank, wer immer hier gerade in Grün geschrieben hat. Ich werde dann mal kurz jetzt für eine Minute die Sitzung unterbrechen, um das Protokoll wiederherzustellen, welches gerade jemand gelöscht hat. Und bitte um Nachsicht. Kurze Pause, Jaroslav, bitte. Okay, dann machen wir wieder weiter. Jaroslav, läuft wieder. Es gibt eine Wortmeldung von Daniel D. Ja, ich wollte gerade nur die Diskussion, die wir jetzt dazu hatten, zur Überweisung ganz kurz einsteigen. Also in der Tat steht in der Tagesordnung, dass die PGF- und Ältestenratvereinbarung, dass der halt nur in den Forschungsausschuss quasi geht. Wenn wir aber ja die Anregung haben, dass wir den eigentlich auch schön fänden im Kultur- und Medienausschuss, und so habe ich Lukas verstanden, dann können wir das ja durchaus noch auf den Weg bringen. Ich würde das jetzt nur nicht so einfach fallen lassen. Also wenn du bzw. Daniel sagt, das ist auch euer Thema, ihr solltet das in eurem Ausschuss beraten, dann sollten wir das an die anderen PGF herantragen, oder? Darf ich direkt?
Natürlich, Lukas. Ja, vollkommen legitim. Ich kenne nur den Antrag im Wortlaut nicht, deswegen wollte ich ihn erstmal durchlesen und dann halt, man kann es ja noch bis zur Debatte hin irgendwie auch noch anregen und dann werde ich auch entsprechend mit dem Antragsteller mal reden. Wenn es da Rücksprache unter den Fach-MDL und den Fachreferenten immer gibt, es ist dann natürlich immer hilfreich, auch fraktionenübergreifend. Gut, dann sind wir mit 18 durch. 19 ist safe, Qualitätsanalyse, 20, 21 ist ein Gesetz zur Neuregelung, ist nur eine Einbringung, das heißt, wir werden uns dann in den Ausschüssen damit beschäftigen, wird also nur seitens der Landesregierung vorgestellt. Das Gleiche gilt bei 22, auch wenn es halt Rückfragen von Seiten Einzelner gibt. 23 genauso, 24 über das DIPTI, Antrag der Landesregierung auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag, ist ohne Debatte vorgesehen. Da habe ich im Augenblick noch aus dem Bereich Finanzen und Bauen keine Rückmeldung, werde ich noch im Laufe des Tages nachfragen. Dann gibt es 25 Landesrechnungshofbericht, 26 das Kontrollgremium läuft in Nordrhein-Westfalen auch ohne Debatte. Dann gibt es noch Nachbesetzung in den Untersuchungsausschüssen zum PUA 1 BLB. Hier ist keine Debatte vorgesehen. Ich möchte als Sprecher im PUA BLB meiner Fraktion empfehlen, sich bei dieser Wahl zu enthalten. Daniel? Really enthalten? Nicht ablehnen? Ja, denn ich habe zwischendurch noch mal mit Abgeordneten anderer Fraktionen gesprochen. Ich hatte ursprünglich für mich und für uns vorbereitet zu sagen, dass wir diese Personalie ablehnen. Ich möchte aber auch niemanden dazu zwingen, von anderen Fraktionen, sage ich mal, eine sehr gute Arbeit, die bis dato gemacht wurde, dass sie dann in Frage gestellt werden könnte. Es fällt mir ein bisschen schwer, persönliche Gespräche mit anderen MDL öffentlich zu behandeln. Michelle. Also ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich möchte auf keinen Fall den Rücken fallen. Aber, nee, es ist gar kein Aber, weil ich glaube nicht, dass ich dir damit den Rücken falle. Ich möchte gleichwohl sagen, dass ich diesen Tausch, den die machen, lächerlich finde und ich werde diesen Tausch ablehnen. Das hat nichts mit dir zu tun oder der Arbeit in dem PUA zu tun. Wir haben uns da auch als Fraktion sehr, sehr klar positioniert, was wir von diesem Tausch halten. Wenn deine Empfehlung ist, zu sagen, wir sollten uns enthalten, ist das eine Empfehlung? Ich möchte hiermit ankündigen, dass ich bei beiden Besetzungen der PUAs gegen diese Besetzung stimmen werde, weil ich diesen Tausch einfach nur lächerlich finde und weil ich glaube, dass das ein unglaublich großes Beispiel dafür ist, was wir hier eigentlich nicht haben wollen in diesem Landtag oder überhaupt in der Politik. Moni, bitte. Das finde ich überhaupt gar kein Problem, weil wir sind ja eigentlich hier angetreten, um genau so etwas zu tun. Wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind, sollten wir das einfach so machen, wie jeder das für sich für richtig hält. Und ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Deswegen sehe ich da auch nicht. Okay. PUA 2, Neubesetzung PUA 3. Schweren Herzens kann ich allein von der Personalie, die da steht, auf jeden Fall dieser Person für diesen Ausschuss zustimmen. Auch dies haben wir sehr klar und deutlich gesagt. Ja. Es ist aber nur eine Empfehlung. Dann haben wir eine Nachwahl
durch andere Umbesetzungen regulärerweise durch das Ausscheiden eines Mitglieds im Landtag nach Wahl im PUA 1, da können wir auch sagen Zustimmung. Dann haben wir eine Nachbesetzung im parlamentarischen Kontrollgremium. Dies ist regulär durch einen Wechsel innerhalb der FDP-Fraktion begründet. Auch dieser Personalie können wir zustimmen. Dann gab es ohne Debatte Verfassungsbeschwerden zu der Frage, ob verschiedene Vorschriften in mehreren Landesgesetzen zur Neuregelung des Rechts der Spielhallen, insbesondere das sogenannte Verbundverbot, das Abstandsgebot und Übergangsregelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Dazu liegt mir im Augenblick keine Beschlussempfehlung vor. Dietmar? Gut, da geht es in der Regel darum, nimmt der Landtag dazu Stellung, ja oder nein? Also genau. In der Regel nimmt er dazu nicht Stellung. Auch hier war die übereinstimmende Auffassung, dass der Landtag dazu keine Stellung nimmt. Dementsprechend Zustimmung zur Empfehlung. Ich meine, es wäre des Rechtsausschusses insofern nämlich keine Stellungnahme dazu abzugeben zur Verfassungsbeschwerde. Vielen Dank, Dietmar. Dann haben wir eine Unterrichtung seitens des Präsidiums. Drucksachennummer ist 1684-31. Diätenkürzung auf 50%. Sehr schön. Ohne Debatte. Ja, genau. Die in den Ausschüssen erledigten Anträge und die Beschlüsse zu Petitionen. Da fällt mir gerade ein, gab es nicht einen, ich habe ganz kurz eine Nachfrage, ob das eigentlich Thema ist, Michel? Gab es einen Sonderbericht? Es gab irgendwo einen Sonderbericht. Letzten Plenum. In irgendeinem Ausschuss. Kommt das nochmal mit auf die TO irgendwo? Vom Seiten des Petitionsausschusses in einem Ausschuss? Ich glaube, es ging um GZ. Okay, dann vergesst das. Dann. Michel? Ja, ich versuche mal so einen Mini-Sachstandsbericht. Ich weiß nicht, ob das dann da drin vorkommt. Es gibt im Moment so von der Wichtigkeit her drei Petitionen, zwei Petitionen, die in Ausschüsse gegangen sind, die dann im Ausschuss auch behandelt werden. Aber von GEZ wüsste ich jetzt nichts. Es geht einmal um Schulrecht und es geht einmal um, genau. Und das beim Strafvollzug gab es noch Dinge. Also einmal Schulrecht, einmal Strafvollzug. Und das sind die Dinge, die aktuell, ich sag mal, wichtig oder mit der Chance der Befassung, einer ordentlichen Befassung durch einen Ausschuss vom Petitionsausschuss weitergegeben wurden, aber nichts beim Thema GEZ. Okay, danke. Dann hatte ich das falsch auf dem Schirm. Dann kommen wir zum Donnerstag. Top 1, Polizeiausbildung verbessern, ist gesetzt. Top 2, Gründungskultur, Daniel Schwert ist gesetzt. Top 3, Flüchtlingsunglück, Nico ist gesetzt. Ich stelle ganz bewusst die Frage, namentliche Abstimmung eventuell? Denn dazu möchte ich sagen, es gibt, also es muss nicht unbedingt namentliche Abstimmung sein, aber ich glaube, wir haben da auch von Seiten SPD und Grüne haben da einigen Gesprächsbedarf, beantragt gehabt im Rahmen einer möglichen Aktuellen Stunde. Von daher, glaube ich, ist die Diskussion auch, wird sie sehr gut werden, wenn wir sie da halt dort im Plenum führen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Man ist wahrscheinlich nicht höchst spekulativ, wenn man vermutet, dass da noch ein Antrag kommen wird, ob es da was Gemeinsames geben wird. Ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt das unbedingt brauchen. Frank, Olaf, Moni, Simone. Ja, namentliche Abstimmung würde ich da auch nicht
würde ich da auch nicht sehen. Unbedingt. Ich gehe fest davon aus, dass es einen Entschließungsantrag geben wird von SPD, Grüne, einfach damit die da nicht untergehen, um sich irgendwo bemerkbar zu machen. Aber ja, den Rest werden wir schon machen, glaube ich. Ja, ich sehe das mit der namentlichen Abstimmung ein bisschen anders. Vor allem, wenn ich mir angucke, dass wir diese namentliche Abstimmung vor der Vorratsdatenspeicherung machen, ist okay, finde ich richtig. Nur das hier, finde ich, ist eigentlich noch ein viel, viel mehr persönliches und für den einzelnen Abgeordneten eine Frage. Also finde ich hier eigentlich, wenn ich jetzt abwägen dürfte, ich dürfte nur eine entscheiden, würde ich mich für die entscheiden. Und von daher finde ich die auch zumindest genauso wichtig als namentliche Abstimmung, wie die namentliche Abstimmung zur Vorratsdatenspeicherung. Also ich finde sie persönlich, ich sage das mindestens genauso wichtig, einfach um jetzt hier nicht, ich persönlich finde sie wichtiger. Und würde als eher dafür plädieren, die hier auf jeden Fall auch zu nehmen als namentliche Abstimmung. Ich glaube nicht, dass das hier um Wichtigkeit geht. Es geht einfach darum, dass wir Sie damit überhaupt nicht irgendwie kriegen, wenn Sie mit einem Entschließungsantrag kommen, der sehr gut irgendwie begründet, warum Sie unser eigenes Ding ablehnen. Insofern ist das eine, ne, also da sehe ich, ne, gehe ich auch von aus, wie du das tust, da kommt irgendetwas. Und da sehe ich irgendwie nicht, dass das Sie in irgendwie in Bedrängnis bringt oder dass das irgendwie spannend wäre. Ja, im Prinzip, was Moni sagt, da kommt irgendwie zu kurz, zu lang, kommt zu früh, zu spät. Auf jeden Fall gibt es einen Entschließungsantrag. Und ich denke, unabhängig davon, wie wichtig die Flüchtlingstragödie ist, legen wir doch mit der namentlichen Abstimmung auf die Vorratsdatenspeicherung den Fokus auf einer unserer Kernthemen. Und dementsprechend würde ich nur bei der Vorratsdatenspeicherung die namentliche Abstimmung machen. Und das andere löst sich ja eben wahrscheinlich Ihnen wohlgefallen auf. Hier. Michelle, bitte. Auch unabhängig davon, ob ein Entschließungsantrag kommt, hätte ich tatsächlich ein Problem damit. Das klingt jetzt bekloppt, aber wir haben schon häufiger hier Abstimmungen deswegen nicht oder anders durchgeführt, damit man nicht gegen etwas stimmt. Es gibt die Verlautbarung von Rot-Grün dazu. Wir wissen, dass sie, man kann jetzt sagen, das geheuchelt oder sonst was, aber wir wissen, dass sie verlautbaren lassen, dass sie halt auch sich andere Lösungswege gerne wünschen. Sie haben jetzt keine Lösung aufgezeigt und denken noch drüber nach, lalala, wissen wir alles. Aber ich hätte ein bisschen Angst, dass dann bei so einer Abstimmung hinterher als Ergebnis in den Köpfen hängen bleibt. Dem Parlament in Nordrhein-Westfalen ist das egal, ob da Menschen ersaufen oder nicht. Das ist halt mein Problem damit, wenn man das so macht. Okay, und dann noch Frank. Ich habe das jetzt nicht ganz mitgekriegt, wie das gemeint war, aber ich denke mal, die Wichtigkeit ist nicht vergleichbar oder sollte man überhaupt nicht vergleichen. Das sind beide sind ganz, ganz wichtige Sachen, VDS sowie dieses Thema Mittelmeer und Flüchtlingsunterbringung. Ich bin gespannt, was es für Argumente gibt, unserem Antrag nicht zuzustimmen. Ich denke, dass darauf sollte der Fokus liegen in den Überlegungen. Ich glaube nicht, dass eine namentliche Abstimmung daran irgendetwas ändert. Ich denke einfach, dass das sollte unser Fokus sein. Wir sollten auch nicht ablenken jetzt mit einer namentlichen Abstimmung. Ich glaube, das bringt uns an der Stelle nicht weiter, sondern hier tatsächlich den Fokus auf den Inhalt, auf die Menschen legen. Vielen Dank. Dann sind wir bei Punkt 3 durch. Punkt 4, Anforderungen an ein Bundesteilhabegesetz, ist geklärt. Punkt 5, Pflegekammern. Da fehlt uns ein eingetragener Redner. Daniel? Dein? Dann habe ich dich eben schnell nachgetragen. Ganz kurz von der Würdigung her nochmal ein Punkt zurück, Punkt 4, Anforderungen an ein Bundesteilhabegesetz, wo es eigentlich geklärt ist, es ist eine der wenigen Block 2-Reden, die also etwas aufwendiger werden. So, dann 5 Pflegekammern war Daniel Düngel, 6, Michel.
Bei 4 fehlt noch eine Abstimmungsempfehlung, da steht immer noch folgt. Was hat sich da ergeben? Oh, vielen Dank. Aus dem Bauch heraus habe ich die jetzt auch nicht parat. Dann werde ich gleich die entsprechende Referentin kurz kontakten. So, 5 hatten wir. 6 ist klar. Mindestlohn. 7. Abschlussbericht der Enquete-Kommission Zukunft der chemischen Industrie. Danebot ist so, können wir so stehen lassen. Und es wird eine Abschlussveranstaltung geben, glaube ich, nächsten Monat, wenn ich mich nicht täusche. Danebot nickt. Vielen Dank. Dann kommen wir zu einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen. Es hat etwas länger gedauert und man hat sich auf einen, wie ich finde, Kompromiss einigen können, den alle mittragen können. Es wird eine direkte Abstimmung geben. Daniel S. ist gesetzt. Der Antrag ist die positive Begründung. Ich möchte noch einmal anmerken, dass ich sehr erstaunt bin, dass sogar die Referenz auf unsere kleine Anfrage nach wie vor vorhanden ist. Den negativen Aspekt möchte ich aber auch noch kurz erklären. Es gibt eine Kleinigkeit. Uns wäre es letztlich immer noch am liebsten, es würde von Seiten des Landes zu einer oder für das Land zu einer Bringschuld werden, die Informationen selber einzuholen. Im Augenblick ist es dann eine Hohlschuld. Aber so wie es dann jetzt ist, ist es schon mal ein erster Schritt. Und man kann ja dann nach einer Berichterstattung, die im Übrigen vorgesehen ist, in diesem Zusammenhang für Ende diesen Jahres, dann überlegen, wie man weiter vorgehen möchte. Dann haben wir Top 9, Mittelstand ist gesetzt. Joachim, bitte. Noch ein Hinweis, weil Daniel vorhin nicht da war. Ich war gestern Abend bei der SG Bundespresse im Mumble. Und das ist einer von 4 Anträgen, die diese Woche auf der Bundesseite featuren wollen. Also wenn mit Ingo aus deinen Reden Auszüge, PM oder so, die gleich bundestauglich, ne, als etwas, was wir erreicht haben im Bereich Antinazi. Dann Top 9 Mittelstand, Daniel S. ist gesetzt. 10, unser Antrag PKW-Maut ist sehr klar, eindeutig und gesetzt. Auch hier, Bundespresse hat großes Interesse. 11, Geräuschanwirkung von Kindern und Jugendlichen. Ihr wisst, die Leute, die immer zu laut sind, so, wo so alte Leute wie ich dann immer gestört werden. Da fehlt uns tatsächlich noch eine Rednerin. Oder wer, genau, weil es gab da eine kleine Anfrage auch und wer möchte? Ich würde das machen. Der Lukas würde das machen. Wurde gerade nachgetragen, Dankeschön. Dann haben wir die Europäisierung der... Oh, Verzeihung, Moni. Unten in dem Text steht, sollen wir mit auf den Antrag, und da steht ja, weil wir das Thema angestoßen haben. Das müsste dann ja eventuell auch noch geklärt werden, ob wir das tun. Im Rahmen der Spam-Anlagenverordnung, nein, Sportanlagenverordnung. Ich bitte den MDL, sich noch einmal ganz kurz mit dem zuständigen Referenten kurz zu schließen. Ist das möglich? Lukas stimmt zu, wunderbar. Sollte es da also dann eine kleine Änderung geben, wird dies entsprechend kurzfristig mitgeteilt. Top 12, Europäisierung der Polizeiarbeit in NRW. Ein nicht ganz unhaariges Thema, wie ich finde. Vielleicht ist der Antrag basierend auf einer großen Anfrage, deswegen muss dies auch im Plenum behandelt werden. Es handelt sich dabei um die Antwort der Landesregierung und für uns wäre da Dirk in der Bütt. Und dann hätten wir noch Top 13, das Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Ich möchte hier anmerken, dass es aufgrund der zeitlichen Verteilung immer wieder dazu kommt, dass irgendetwas nach hinten flutscht.
bevor es jetzt, das ist sehr schade, sehr ärgerlich, sodass dieser Punkt, da wir kleinste Oppositionspartei sind, halt als letztes rankommen und es ist halt gesetzt. Das macht Olaf und da freue ich mich auch drüber. Okay, gibt's? Jeder hat seine Aufgabenbereiche noch bekommen zur Klärung, wenn sich zwischendurch noch Dinge ändern sollten. Ich habe heute Morgen ja auch noch mal eine kleine Änderung rumgeschickt gehabt seitens der Verwaltung. Das werden wir dann natürlich entsprechend in den Vorbereitungen vermerken und eintragen und rumschicken. Damit sind wir inhaltlich für das nächste Plenum durch. Sollte ich keinen Fehler gestern gemacht haben, dürften mir keine Umlaufbeschlüsse bekannt geworden sein. Also ich habe was übersehen, dann bitte ich da um Nachsicht. Das würde ich dann nachtragen. Das wäre Top 5 gewesen. Top 6 im Bereich Sonstiges. Wollte ich nur daran erinnern, dass wir vielleicht für ein egal wann anstehendes Themenmumble uns doch vielleicht mal Gedanken dazu machen im Laufe der Woche, welches Thema wir behandeln möchten. Vielleicht ergibt sich dabei auch etwas im Rahmen der Republika. Da sind ja sehr, sehr viele Themen, die aus unserer Sicht fast wie für uns zugeschnitten sind. Das war nur so eine Anmerkung von mir, dass wir uns da Gedanken machen, was wir fürs nächste Themenmumble aus Landessicht mal diskutieren könnten mit der Basis. Gibt es dazu jetzt schon vielleicht Vorschläge oder Wortmeldungen? Moni? Ja, ich rechne gerade nur nach. Also eigentlich wäre ja jetzt Donnerstag Themenmumble. Das heißt, das nächste wäre dann, also jetzt Donnerstag wird es ja nicht stattfinden. Das nächste ist dann halt in 14 Tagen, sprich Mitte Mai. Also es ist halt Zeit genug, das zu überlegen. Ich finde es aber gut, dass wir, wenn wir das so ein bisschen mittelfristiger planen, weil ich im Moment so sehr kurzfristig immer durch die Gegend renne und jemanden suche. Und ich fände das schön, wenn ihr euch alle Gedanken darüber macht, was in nächster Zeit bei euch so als Thema ansteht und ihr einfach das Thema sagt und wir dann halt einen Termin suchen, also dass wir ein bisschen Vorlauf haben. Das würde die Dinge halt ein bisschen vereinfachen. Michelle. Haben wir nicht jede Menge eigene Anträge jetzt im Plenum und können einen davon quasi, ich meine, wir haben gesagt, wir machen das jetzt mit den Kernthemen, jetzt haben wir Anträge zu den Kernthemen, dann lass uns doch einen von den Anträgen nehmen und tatsächlich mal auch im Themenmumble nochmal durchdiskutieren. Also von mir aus nochmal Vorratsdatenspeicherung, von mir aus Pkw-Maut, was hat das mit Überwachung zu tun oder solche Sachen. Ich finde es immer ein bisschen unglücklich, wenn so kurzfristig das mit dem Themenmumble immer erst passiert, aber... Ja, Michelle, vielen Dank. Wir hatten auch ein entsprechendes Freitagsmumble, wo wir das auch mal besprochen haben, auch schon diese Themen. Und wir können die mit Sicherheit auch auswalzen, aber ich sehe es jetzt ein bisschen problematisch an, wenn wir eine Plenarsitzung haben, eine pflichtige, parallel dazu aus dem Plenum heraus eine Mumble-Sitzung anzusetzen zu dieser Sache. Oder meintest du im Nachhinein? Ah, okay, dann hatte ich dich jetzt aus Versehen missverstanden. Moni Simone. Dann fände ich den umgekehrten Weg charmanter, weil der 12. hast du gesagt? 14. ist irgendwie 5 Tage vor dem nächsten Plenum. Und da fände ich es dann cooler eigentlich, wir würden, denn bis dahin haben wir die Anträge. 5 Tage vorher müssen die ja eigentlich da sein. Das ist der Christi Himmelfahrt, sagst du, Tag. Da fände ich es eigentlich besser, wir würden uns gucken, dass ihr jetzt guckt, wer was hat, sich an uns wendet oder und sagt, hey, ich habe da einen Antrag, der wird kommen und dazu vorher zu mammeln, fände ich dann eigentlich sinnvoller. Fände ich gut, ja. Simone noch? Ich wollte noch mal darauf hinweisen, das hat Moni auch schon mal gesagt, das habe ich auch schon erlebt, dass wir die interessantesten Diskussionen in diesem Themenmumble haben, wenn es ein etwas kontroverses Thema ist. Also wenn wir Thema Vorratsdatenspeicherung machen, dann ist schwierig und finden sie alle toll. Also etwas, was dann eben erst im nächsten Plenum kommt und was vielleicht auch kontrovers diskutiert wird, ist sicherlich etwas, was thematisch spannender für so einen Abend ist. Kann ja auch. Michelle,
Also Punkt 1, was Moni sagt, ich sage es nochmal ins Mikro, kann durchaus ein Antrag auch von anderen sein, wo man drüber redet. Punkt 2, natürlich wollte ich das nicht parallel am Donnerstag machen. Und Punkt 3, finde ich einfach, mir ging es nicht darum, nochmal die Diskussion von der Freitagssitzung zu wiederholen. Auch das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, sondern es ging mir darum, wirklich dann ein Thema zu nehmen und auch mal auszuwalzen. Also durchaus gerne ein Kontroverses, aber wo man eben nicht so innerhalb von 5 Minuten, wir müssen einen Antrag durchkriegen, tschakka, sondern wo man wirklich nochmal vielleicht sogar Advocatus Diaboli spielt und sich mal auf die andere Seite stellt, um einfach mal eine Kontroverse auch anzuregen. Was das angeht, übrigens, das mit dem Advocatus Diaboli klappt ja zunehmend besser im Rahmen auch des Mumbles, wie ich so fand. Okay, das sind aber auf jeden Fall, bin ich da jetzt schon mal sehr positiv, nehme ich das mal mit. Dann die Zusammenarbeit mit SG Pressestand auf der TO, das haben wir aber gerade schon im Bereich der Pressestelle schon abgefrühstückt. Nochmal der Hinweis, es gibt ein paar Themen in diesem Plenum, wo auch unsere Bundespresse großes Interesse daran hat, da sozusagen in direkter Rücksprache mit Ingo halt auch Material für die Bundespresse zusammenzustellen, dass man guckt, was können wir hier im Land platzieren, was können wir im Bund platzieren, hat der Joachim kurz berichtet. Dann haben wir noch die PirateCon. Und da steht der Frank gerade als Redner. Frank. Eigentlich super. Ich dachte, Tosa hätte das schon mal irgendwo erwähnt. Wir reden da seit 2 Wochen oder schon länger drüber. Diesen Termin wahrzunehmen, genau, Marianske Latzne heißt der Ort auf Tschechisch. Ich kann das nicht so deutlich aussprechen, Marienbad hieß er mal. Es geht darum, es ist eine internationale europäische Konferenz, Piraten, die kommunal tätig sind, in Kommunalparlamenten, findet da statt, weil in den Kommunalwahlen im Oktober die tschechischen Piraten in dem Ort mit 21% der Wählerstimmen sehr erfolgreich waren und den Bürgermeister stellen. Das ist eine Konferenz, wo viele Piraten aus ganz Europa hinkommen, auch aus Deutschland. Und ich möchte anregen, dass wir als Fraktion, immerhin die größte Piratenfraktion der Welt, dahin auch eine Abordnung entsenden. Und das war eigentlich der Sinn des Inputs in den Vorstandssitzungen gestern, dass wir das möglicherweise hier beschließen. Die PirateCon findet statt vom 15. bis 17. Mai, also in 2 Wochen, gut 2 Wochen. Und hat also das Ziel, im Kommunalparlamenten tätige Piraten zu vernetzen, Strukturen zu klären, wie in den einzelnen Ländern gearbeitet wird und sich gegenseitig anzuregen in der politischen Arbeit. Und ich denke, es ist sehr sinnvoll, praktisch das, was wir hier als Kommunalvernetzungstreffen in NRW machen, auch die Erfahrung halt weiterzutragen zu den anderen Piraten in Europa. Moni? Ja, um die Sache vielleicht abzukürzen, finde ich gut. Also ich würde einfach vorschlagen, einen Beschluss zu machen, dass die Abgeordneten, die Interesse haben, sich einfach entsprechend melden und dass das dann die Fraktion übernimmt. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht eine große Diskussion drüber führen. Ich fände das schön, wenn einige von uns dahin fahren würden und sehe das unkritisch. Ganz kurz, also ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Ich habe aber keinen entsprechenden Antrag vorliegen. Und von daher können wir den, es ist ja jetzt relativ kurzfristig, muss ja nicht unbedingt immer den Tag vorher sein. Ich sehe da überhaupt kein Problem und wenn ein entsprechender Antrag vorliegt, dass wir den auch im Umlauf beschließen können. Also, Moni? Finde ich gut im Umlauf, aber so haben wir gestern ja auch nochmal besprochen. Ich war ja zufällig auch in der Vorstandssitzung, dass es sehr viel einfacher ist, wenn ihr einen Satz, eine Beschlussvorlage, wenn ihr einen Tagesordnungspunkt für die Fraktionssitzung habt. Das macht die Dinge einfach sehr viel einfacher, wenn da 2 Sätze stehen, worum geht's. Und dann kann man das auch fix abstimmen. Okay, jetzt muss ich gerade nochmal.
mal wieder wechseln. Da wir 11.29 Uhr haben, wir noch einige Punkte zu klären haben, auch im nicht öffentlichen Teil. Wir 11.30 Uhr würde ich sagen, wir sind am Ende des öffentlichen Teils, würden eine Pause machen, denn wir haben ja noch einen nicht öffentlichen Teil von ungefähr 60 Minuten und um 13 Uhr müssen ja einzelne Leute dann auch schon in Ausschusssitzungen. Von daher passt es. Ich würde ganz gerne bis 11.45 Uhr dann jetzt Pause machen, schließe hiermit den öffentlichen Teil der heutigen Fraktionssitzung am 28. April 2015 um 11.30 Uhr und wir sehen uns in diesem Plenum diese Woche oder halt nächste Woche wieder hier in dieser Runde. Vielen herzlichen Dank. Thank you.